Ja, es ist eine ganz normale Frage, die ich mir stellen würde, wenn ich an eurer Stelle säße, nämlich, wieso brauche ich überhaupt so eine Ausbildung? Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns von Natur aus, von der Seele aus, von der Seelennatur aus einen Zugang hat zu allen Ebenen des geistigen Seins. Nur es ist halt wie mit allen Zugängen. Sie werden verschüttet, sie werden deformiert. Wir haben nicht mehr den ursprünglichen, oder viele von uns nicht, die ursprüngliche Fähigkeit, beispielsweise wie Jeanne d'Arc oder viele andere, diese berühmte Stimme zu hören in uns und zu wissen, das bin nicht ich, das ist etwas anderes. Und da geht es um einen wichtigen Punkt, dass man im Laufe der Ausbildung lernt, sich und diesen eigenen Impulsen zu vertrauen, dass man wirklich ein Selbstvertrauen in diesem Bereich entwickelt, um mutig den seelischen Weg gehen zu können. Und das sind jetzt nicht nur Worthülsen, die wir da die stark nutzen, sondern das sind einfach Tatsachen. Und da werdet ihr merken, dass immer mehr Selbstbewusstsein in euch kommt. Und alle anderen gehen nach links und ihr sagt, lass immer gehen, ich gehe mal woanders hin. Ja? Und das eben auch immer mehr mit Kraft und Mut. Oder wenn ich in einem Beruf bin, dass mir Ideen kommen, ich etwas gestalte, weil es meiner eigenen Seele, vielleicht auch den anderen, gut tun würde. Also dieses stabiler werden, mutiger werden, mehr auf die inneren Impulse zu hören, die oftmals viel mehr wissen, als das, was in der Zeitung steht, ja, oder das, was viele Leute mir erzählen, das wird alles geschehen.